Servus und willkommen zu Forts im 3 gegen 3 bei High Seas, ihr seht's. Und wir haben nochmal ein, zwei lustige Mods dabei. Wir haben einmal diesen Cannon-Mod vom letzten Mal dabei. Weil ich habe das Gefühl, wir haben den nicht ganz so ausgereizt. Und ansonsten habe ich noch dieses German National Defense System Dingsbums mit eingebaut. Keine Ahnung, was das dann bringt und was es macht. Aber wir finden das dann mal getrost raus zusammen. Und, der Cannon Workshop, genau. Und dann hier nochmal ein Upgrade-Zentre. Jo, also die Cannon ist eh da vorne lost. Und hier, na, wir können da eigentlich die Schlote zwischen rein basteln ohne Probleme. Das sollte funktionieren. Ja, dann reiße ich hier einfach die Wände ein bisschen weg. Dann geht das, hoffentlich. Und, ja, okay, wir brauchen mal noch ein bisschen Lager. Wir produzieren etwas viel von allem. Und ja, und dann mal gucken, wie es läuft, weil die Kanone, die können wir eigentlich auch verkaufen. Die wird nie irgendwas treffen. Und dann mal hier mal noch ganz, ganz viele Batterien und alles, was man braucht. Auf der anderen Seite wird ganz viel Stahl gebastelt. Okay, das sieht aus wie ein Gunner-Türmchen, keine Ahnung. Oh nee, das werden diese Kackwaffen. Wir spielen ja diesen Cannons-Mod, Small Explosive. Mir wurde gesagt, die Heat, die da, die wäre richtig gut. Und dann probieren wir das auch einfach mal aus. Die bekommen Heavy Doors. Oh, was? 1200? Okay, vielleicht bekommen sie doch normale Türen. Und ich will hier noch eine Repair Station haben. Komm. Kannst du mir bitte aufhören, die Waffe zu grabben? Ich hätte die ganz gerne. Danke. So, dann hier nochmal vorziehen. Es muss ja niemand die Türchen sehen. Da, die normale gepanzerte Tür. Und jetzt die Basso in der Hoffnung, dass ich richtig treffe. Oh, das sieht gut aus. Das waren wirklich nur Gunner. Das waren wirklich nur Gunner. Die haben blauen Helm. Das heißt für uns, das könnte wahrscheinlich ein Buster sein. So, die anderen hatten doch letztes Mal so eine richtig schöne Ads. Was war das? Transfer, Volcano Cannon. Da, Artillerie. Artillerie Cannon. Da ist dieses Super Ads Teil. Also, ich glaube, schlimmer geht's nimmer. Und hier, die wurden mir empfohlen. Jo, Hauptsache es brennt. Oh, zwei rausgenommen. Ja, hält sich in Grenzen. Die Repair Station macht ihren Job. Und wir können noch mehr basteln, sehe ich gerade. Irgendwer muss erstmal noch Propeller unten dran klatschen. Machen wir das doch mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Mates sind ein bisschen faul. Ups. Der Propeller wird nie was machen. Ja, da unten kommt ein Howie rein. Ja, aber Leute, der braucht auch ein bisschen Defense. Ansonsten ist der ganz, ganz schnell im Eimer. Dann, ja, machen wir das doch mal so. Dann hat er auf jeden Fall ein großes Türchen. Hier dann nochmal das da rein. Und dann mal hier ziehen. So, dass auch wenn ein Cannon-Shot kommt, dass der nicht so schlimm ist. Und hier mal zurückgeschossen. Ja, hauptsächlich mal ein bisschen Damage gemacht. Hier mal die aktive ziehen. Erst der Howie schneller fertig. Und mal gucken. Wir können doch bestimmt hier noch andere Ads-Waffen. Genau. Heavy Shotgun. Heavy Plasma. Eraser Cannon. Oh, das klingt ja aber auch schon sehr, sehr ätzend. Und hier auf 2 und auf die 3. Und kommen die an oder ist es einfach nur vergebene Liebesmüh? Noch geht. Die covern auch den Howie, der aber dummerweise ins Nirvana fliegt.
Und wir können uns mal einen Sniper gönnen, weil ich sehe gerade, die bauen da offen. Gerade ganz, ganz, ganz kackend dreist offene Waffe. Und das können wir doch mal strafen. Ah, das ist eine EMP. Okay. Jo. Na, stimmt. Dann noch, da sind die Schildgeneratoren. Die retten den noch ein bisschen den Poppes. Und dann hier nochmal rein. Ah, und? Nee, es war ein Sniper und zu hoch. Ja, jetzt sind wir drauf. Als ob ich ihm die Waffe da oben einfach lass. Ey, wie tanky will denn das Ding sein? Danke. Okay. Ja, es macht ein bisschen Damage, es brennt auch lustig. Und jetzt mal gucken. Was gibt's denn? Da sind die ganzen schweren Monster. Okay, wir brauchen noch mehr Lager. Einfach noch mehr von allem. So. Leute. Bitte nicht raufgehen. Okay. Das ist irgendwie... Oh, Gott sei Dank. Okay. Flack, 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 flack. Ich habe das Gefühl, wir brennen, ja. Und wir brauchen auch eine Flak. Und bitte einmal alles schnell bauen. Ich habe keine Lust, dass der Orbitallaser, wenn er kommt, uns hier aus dem Leben rausboxt. Ah, okay. Oh, schön. Also der Damage, da kann sich echt sehen lassen. So, dann hier einmal noch Türchen. Ja, da ist kein Türchen mehr. Was soll's? Es ist halt nur der Core. Na, es deaktiviert jedes Mal. Ist halt unangenehm. Die Schilddinger sind auch nicht gerade hilfreich. Ey, als ob ich dir das jetzt so lass. Nee. Komm. Ja, wir kriegen die raus. Wunderbar. Noch nett. Alter, ich habe doch extra eine Repair Station. So, andere Richtung. So, wir brauchen irgendwas von diesen super schweren Waffen. Ja, danke. Ey, bin ich hier gefühlt alleine in meinem Team? Nee. Ich hab da noch jemand anders da. Einer ist disconnected, aber warum hat der gefühlt keine Lust, irgendwas zu machen? Ey! Was ist denn das für ein Rotz? Ah, da ist eine Waffe fertig. Stimmt. Okay. Okay, komm her. Wir brauchen... Falsche Richtung, wir brauchen irgendwas... Nee, nee, nee. Hier. Wir brauchen irgendwas ganz, ganz Tolles. Ultimative Artilleriekanone. Das Ding hat mich das letzte Mal komplett hops genommen. So, einmal bitte bauen. Wo brennen wir? Ey, das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Es ist das Ding deaktiviert. Ich könnte doch ausrasten. Und? Okay, einfach mal null Damage. Läuft. Aber ganz ehrlich, es ist noch nicht aller Tage Abend. Hier, komm. Warum keine Swarms? Warum denn nicht lustige Swarms? Ey. Also langsam regen mich die Waffen einfach nur auf noch. So, einmal hier aktive ziehen. So, Waffen, Munition, Waffen, Waffen, Waffen. Da, der Sniper. Und hier mal rein. Ach, wir konnten hier irgendwas abrasieren, aber... Oh Gott sei Dank sind die einfach betrunken im Schießen. Weil das hätte ganz böse nach hinten losgehen können. So. Zack und zack. Und dann ihr zwei. Ja, wir nähern uns an. So langsam
kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Ja, wir treffen unser eigenes Fort, war ja klar, aber wir können vielleicht die da auch noch rausnehmen. Jo, eins. Dann hier nochmal aktivieren. Ja, wir ziehen hier nochmal ein bisschen höher, dass die Swarms dann nicht direkt reinfliegen. Und hier noch die Swarms painten. Ja. Und, boah, schön. Wir haben die Anti-Air jetzt raus. Das können wir gut Damage machen. Ah. Ja, der Chor da unten ist relativ frei. Wir machen mal Upgrades draus. Und da haben wir noch einen Howie. Ja. Der darf auch. Wo brennen wir? Da vorne. Ja, der Howie kommt. Der kommt eigentlich ganz gut. Der kommt gut. Schön. Und hier nochmal rein. Ja, die Waffe verstehe ich nicht ganz. Die ist ein bisschen lost. Ansonsten. Ich sollte, glaube ich, hier noch alles frei machen. Damit das Monsterteil auch gleich ballern kann. Ich habe keine Ahnung, ob das hier ausreicht oder nicht. Ich hoffe es einfach. Ja. Wir brennen aber. Der Howie kommt durch. Schön. Schön, schön, schön. Wir brennen zwar ein bisschen, aber das ist irgendwo in Ordnung, sag ich mal. So, hier nochmal rein. Das Ganze hier verbinden und stabilisieren. So, und jetzt flack, 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 flack. Ich habe keine Lust, vom Orbitallaser gesnackt zu werden. Wie sieht es da drüben aus? Ah, ein Schildgenerator. Ah, der Howie kommt. Der wird abgefangen. Oh, und der hat präzise der Sniper rausgeholt. Aber wir sind ja Architekt. Von daher soll uns das gar nicht so sehr stören. So, dann können wir hier noch ein Türchen einziehen. Haben dann hier zwei Nukes am Start. Und wir haben das Ding. Und es hat keinen Strom. 30.000 braucht das Ding. Okay. Da müssen wir kurz sparen. Ah, und da hau ich nochmal rein, weil da gerade schon die Lücke offen ist. Ah, zack. Zack. Ja, komm. Das Ding kommt doch gut. Oh, aber es bringt einfach gar nichts. Da ist so viel Metall. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier safe mehr von diesen Schloten. Einmal bitte schnell bauen. Weil wenn wir die große Kanone da unten irgendwann mal in Betrieb nehmen wollen, dann brauchen wir definitiv mehr Energie. Jo. Ah, oh, der Chor ist weg. Flack, 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 flack. Okay, das wäre eh zu weit gewesen. Ah, stimmt, wir haben da vorne auch eine Kanone. Die verstehe ich sowas von überhaupt nicht. Okay, die... what the fuck? Alter, das ist halt echt unangenehm. Und was kann ich hier alles upgraden? Oh, Pink ist gut. Pink ist gut, ich mag Pink. Da kann jetzt jeder sagen und denken und halten, was er will, aber ich mag Pink. Sehr schön. Die Nukes kommen und der Howie kommt auch. Na, vielleicht ist noch nicht aller Tage Abend. Oh, Portal. Oh, hässlich. Kollege Schnürschuh. Warum ist da ein Flugfeld? Warum ist da ein Flugfeld? Ah, okay. Ich werde es nicht hinterfragen. Oh, oh. Na, okay. Dann stelle ich es da hin. Ah, okay. Wir haben jetzt einen Winkel. Oh, 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 oh. Haben wir gut gemacht, dass wir die Flak getriggert haben. Flak. Oh, scheiße. Überlebt das Ding? Ja, überlebt's. Gott sei Dank. Okay. Das Ding ist Gott sei Dank ultra tanky. Okay. So.
Die pinkne Waffe ist fertig und... Okay. Es ist ein bisschen Schaden. Nicht die Welt, aber besser als nichts. Ich finde es auch ungemein nice, dass ich mit dem deaktivierten Sniper painten darf. So. Jetzt müssen wir aber echt mal aufpassen, weil ich glaube noch so ein Orbitallaser und uns geht es nicht lange mehr gut. Hier die pinkne Kanone. Ja, ich verstehe nicht, was die da macht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Hm, okay. Okay, das war heftig, die gelbe, was er da hat. Vor allem, die kann auch einfach unter Wasser ballern. Das ist ja richtig geil. Ja, dann. Die müssen da einfach hin. Ich habe keinen Platz. Ich brauche Energie. Die pinkne Waffe macht gefühlt keinen Damage. Okay. Kann ich nochmal upgraden? Heavy Reflecting Cannon. Small Autolader. Ah, was geht noch alles? Na gut, dann mache ich eben die Heavy Artillery Cannon. Ey, warum brennen wir denn die ganze Zeit? Ich lösche doch. So, dann komm. Kriegst du eine von diesen Heavy Doors. Aktive ziehen und... genießen. So. Aber jetzt ist der dicke Gustav bereit. So, nur noch treffen. Und? Oh, das schmeckt. Oh, das war schöner, saftiger Damage. Und mir fehlt ein Sniper. So. Noch eine Flak. Alter. Also der Hit ist ja echt toxisch. Okay, das macht's nicht besser. Aber hier kommen dann noch zwei Nukes. Noch eine Repair Station, einfach weil ich es kann. Ja, schön. Ey, ich sagte zwei Nukes. Ach, die war deaktiviert. Jetzt ist die wieder deaktiviert, das gibt's nicht. Das darf doch nicht wahr sein. So. Dann hier nochmal Flak nachgezogen. Wir haben zwar kein hübsches schwimmendes Fort, aber wir haben noch ein schwimmendes, intaktes Fort. Und das ist alles, was zählt. Ey, diese komischen Energiekackscheiben da sind ja echt nervig. Aber zum Glück sind wir Architekt. Da ist das uns relativ wumpe. Ey, ich habe nichts gesagt. Ich habe gerade nichts gesagt. Wo kommen diese Drecksdinger denn her? Die sind so nervig. So, komm. Möchtest du mal bitte dieses Kackdinges ausschalten? Oh, schön. Schön, schön, schön. Oh, natürlich hol dir jetzt den Sniper raus. Der wäre wichtig. Warum brenne ich? So, aktive ziehen. Warum brenne ich denn? Und hier nochmal ein bisschen weiter. Oh, ob das gut geht, Kollege, weiß ich nicht. Der Howie kommt. Oh, der Howie fliegt sehr, sehr weit. Oh, schön. Schöner Hit eigentlich. Okay, nochmal hier mit dem dicken Ding rein. Und? Jetzt ist einfach so herrlich. Da ist die blaue Cannon frei. Viel zu hoch. Aber, immer noch zu hoch? Ja, wir sind drauf. Oh nein, er hat meinen Sniper wieder rausgeholt. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist auf jeden Fall diese super nervige, ich deaktiviere dir alles. Komische Kanone. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, das macht gar keinen Damage, aber ich nehme alles zurück. Hat er gut gespielt. So, aber wir sind auch noch nicht fertig mit allem. Okay. Dann muss der Sniper da oben drauf jetzt. Und einmal und zweimal.
Ja, die halten sich ganz gut. Wir müssen hinten das abschneiden. Ich glaube, da muss ich die Artillerie erstmal ein bisschen anders da einaimen. Die beiden Nukes kommen da vorne rein und die kommen weiter nach hinten. Ich muss das da hinten wegkriegen. Ja, okay. Oh, schön. Der Damage kann sich stehen lassen. Das war ein bisschen Krütze. Ah, der Howie ist noch da. Den vergesse ich die ganze Zeit. Ah, warte mal. Es gab doch irgendwo... Wo ist es dann? Das da. Ist das das German National? Ja, das ist es tatsächlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Ding denn kann. Weil ich halte ja eigentlich relativ viel von unserer Bundeswehr. Bin ich mal gespannt. Alter, what the fuck? Nukes. Boah, richtig böser Hit. Oh, da unten steckt das Ding drin. Ja. Ah, komm. Ah, komm. Ist viel zu hoch. Weil, wie gesagt, ich halte eigentlich viel von unserer Bundeswehr. Da bin ich mal gespannt, was denn dieses Defense-System da macht. Ah, komm. Dich kriegen wir noch raus. Ich will dich weghaben. Okay. Hier nochmal die Artillerie feuern. Nukes kommen. Der schwere Gustav ist ready. Haben sie gut gemacht. Und hier. Orbitallaser kommt zu weit. Oh, schön den Chor geplatzt. So, und hier, komm. Dann zeig mir, was du kannst. Okay. Das war vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Aber es ging nur der Chor drauf. Es ging irgendwie nur der Chor drauf. Also das German National Defense System ist quasi nur eine OP 20 Mil, die einfach sau viel Projektile verballert. Okay. Ist genehm. Das ist für jeden, der gerne 20 spielt, ist das eine wunderbare Waffe. Und muss ehrlich sagen, die streut auch lustig. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Überleben wir das? Ja, wir überleben das. Die dicke Kanone überlebt das auch. Das ist sehr gut. Wir brennen zwar ein bisschen. Alter, wie tanky ist denn dieses Drecksding? Okay. Oh. Blubberblasengerät. Jetzt, ja, jetzt aktivierst du nicht manuell. Was stimmt denn mit dir nicht? Okay, der Laser, der ist einfach unglaublich tanky. Okay, wir müssen hier... Ich brauche hier auf jeden Fall mehr Support von meinem Mate. Wir... Ja, wir haben hier ernste Probleme, würde ich sagen. Also, so ganz gut sieht das gerade nett aus hier an Bord. Ja. Ja, ich weiß nicht, was sein Problem ist. Aber wir sollten das Problem auf jeden Fall schnell lösen. Weil dieses Ding da unten macht uns echt Probleme. Okay. Gut, das hätten wir. Oh. Orbitallaser. Oh, das ist doch so zum Kotzen. Okay. Noch lebt dieser wunderbare Artilleriekomplex da unten. Die Frage ist, wie lange. Ich hoffe, mein Mate kann sich gerade mal drum kümmern. Um alles, was hier gerade so anfällt. Oh nein. Portal, da. Oh, scheiße mit Reis. Warum brennen wir? Oh, der kommt gut. Der könnte echt böse wehtun. Oh, bitte. Wir brennen. Und? Oh, nicht ganz so schmerzhaft wie gehofft.
Okay, wir müssen uns einfallen lassen. Material, Portal. Ach, Portal. Nee. Ah, okay. Hobby hast du gerade? Ist in Ordnung. Das Ding da unten, komm. Du bist auch noch da. Ah, ja. War ganz nice, war ganz nett. Aber Small Artillery Cannon. Ich setze jetzt alles auf euch. Einfach mal komplett aus dem Leben geholt. So, 4 und 5. Oh, scheiße. Das ist echt scheiße mit Reis. Okay, der Howie fliegt. Bitte kollidier nicht mit der Nuke. Oh, Schwein gehabt. Scheiße. Okay, wir haben hier echt ein Problem. Wir müssen uns hier quasi nochmal wieder aufbauen. Ja, wir müssen uns hier quasi nochmal wieder aufbauen irgendwie. Boah, da kam es nochmal Orbitalbeam. Was stimmt da mit dem Jungen nicht? Okay, das ist das Einzige, wo ich sage, wir haben hier noch eine Chance, eventuell ins Game zu kommen. Wenn so ein Orb-Beam dann mal hier durchkommt. Ja, okay, mit der Artillerie. Das könnte vielleicht was werden noch. Ich habe keinen Sniper. Ich habe keinen Sniper. Warum habe ich keinen Sniper? Warum baut ihr eine Harpune? Wir brauchen keine Harpune. Da kommt es gerade nicht. Oh, oh, geil. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wir konnten da hinten die Kacke rausnehmen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, die Artillerie kommt. Die Artillerie regelt. Oh, geil. Das ist wichtig. Das ist so wichtig. Komm, Feuer frei. Also, Stück andauern, reparieren. Oh, sehr gut. Es ist noch nicht vorbei. Unser schwimmendes Schiffchen, genau. In der Regel schwimmen Schiffchen. Darf noch mitspielen. Okay, die sind echt Grütze eingeaimt. So. Ah, das haben wir auch noch. Genau, und hier einmal kommen Gruß geschickt. Ey, ist es irgendwie so, dass der mit diesem Drecksding immer nur auf uns reagiert? Also so ist es gefühlt. Aber kann auch einfach sein, dass die halt keine Energie haben die ganze Zeit und deswegen halt warten müssen. Das kann halt auch gut sein. So. Die kommen weiter vor, die kommen noch ein Stück weiter vor und die kommen ein Stück weiter vor und die auch noch. Ja, komm. Alter, die haben jetzt sau viel Anti-Air. Aber unser Sniper ist ready. Das heißt, ich kann hier auch ein bisschen was rausnehmen. Wenn ich treffe. Kurz Feuerpause. Ja. Nuke kommt. War jetzt nicht so prickelnd. Aber ich nehme es an. Ja, so langsam fräsen wir uns da durch. Der nächste Orbitalbeam kommt. Den müssen wir supporten. Der muss da connecten. Oh, und er connected. Sehr gut. Ah, der könnte das Schiff durchbeißen. Ah, nein. Noch nicht ganz. So, Artillerie, Feuer frei. Der Howie kommt ein bisschen kürzer diesmal. Ach. Okay, das sieht sehr nach Anti-Air aus. Diese schwarzen kleinen Knubbelkanonen. So, ganz ehrlich, komm, einfach Rinder. Ich kann eh nichts ändern daran. Und zack. Und dann hier, komm. Ah, ist ein Ticken zu hoch. Ja, wir holen die Gunner raus, das ist gut. Ja, noch immer ein Ticken. Ja, wir sind an den komischen
Dingern dran. Weg damit. So. Ja, komm. Ja, die Dinger kommen durch. Das ist alles, was zählt. Jetzt hier die aktive ziehen. Dann ist auch die Waffe da unten gleich fertig. Ja. Schön, 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 schön. Oh, da hinten. Oh, schön, 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 schön. So, aber wir dürfen unsere eigene Defense nicht vernachlässigen, auch wenn unser Fort hier, gelinde gesagt, nicht mehr ganz so frisch aussieht. So, da hinten Munition, die müssen wir noch bauen. Sind noch eins, zwei im Aufbau. Ja. So, komm. Ha? Aber ich kann da oben die Sachen rausnehmen. Okay, lassen sie mich nicht. Das heißt, hier nochmal Howie rein. Oh, wir haben was richtig Dickes kaputt gemacht. Ja, sehr gut. So, kurz warten. Da fliegt der Howie. Oh, die Artillerie, die rettet uns gerade hier mächtig den Arsch. Und dass wir hinten halt nach und nach die Sachen kaputt ballern. So, was haben wir hier? Ja, weg damit. So, und hier mal Sniper, komm. Ja, 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 ja. So. Bang. Und bang. Ja. Wir könnten vielleicht auch erstmal dran denken, uns nochmal aufzubauen. Weil momentan läuft das gar nicht mal so schlecht. Da könnten wir auch mal auf eine vernünftige... Oh, da hinten nochmal schön reingekommen. Ja, GG. GG, wir haben noch gewonnen. Geil. Alter, was ein Horror-Match. Ja. Die Artillerie hat es hier definitiv rausgehauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Und denkt dran, wir haben das alles nur unserer deutschen Defense Cannon 20 Mil zu verdanken, die einfach wie ein Gestörter hier schießt. Und in dem Sinne sage ich, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.